Okay, dann Teil 2. Ja. Ich schnappe mir Melek, unseren Mannschaftssprecher, und der soll ein paar Leute zusammensuchen, die nicht auf den Kopf gefallen sind. Und die kriegen die Geschichte, die auch der aventurische Bote kriegt, und den Auftrag, ein bisschen Geld in den Kneipen der Stadt zu verprassen und diese Geschichte zu verbreiten. Das machen die sehr gerne. Genau, und sie kriegen auch noch so den dezenten Hinweis, dass das wahrscheinlich unser aller Überleben zuträglich ist, weil das die Perlenmeerflotte auf unsere Seite bringt. Ja, mit Befehl saufen auf Tasche der Capitana. Ja, dann laden sie auch noch mal den einen oder anderen ein. Ich würde mal sagen, das kostet dich. Wie viele willst du durchschicken? Zehn? Auch 20, also 20. ja. 20 Leute in 10 Kneipen. Dann kostet dich der Spaß, ich sag mal, 20 Dukaten, damit sie sowohl für sich als auch für andere trinken, damit sie dann einladen, damit das ein bisschen länger dauert, dass sie Vertrauen gewinnen. Ja, und dann diese Geschichte in Seemannsgarn verpackt weitergeben. Genau, weil wenn die Leute das dann morgen in der Zeitung lesen, dann denkt sich der eine oder andere, hey, das habe ich auch schon gehört. Genau, das wusste ich ja gestern schon. Okay. Zu diesem Zeitpunkt sollten wir dann noch Ergebnisse vom Gotongi haben. Der Richtig. fliegt ja straight dahin. Und ich würfle gerade noch die Meditation, die ist eine +4, weil noch kein Monat seit meiner letzten vergangen ist. Aber durch das Karma, das ich rausgeballert habe, bin ich jetzt auch entrückt. Das heißt, das ist noch eine +2. Ich hatte mal einen so weit entrückt, der hat mit Tagesabstand überhaupt keine Erschwernisse gehabt. Das war auch nicht so gesund für ihn. Ja, ich weiß, dass Jalan mit 100 Punkten Entrückung im Alvaran verschwunden ist. Ja gut, aber Jalan hat zwischendurch nur noch einmal gebetet. Der hatte einfach die Batterie. Okay, dann schreiben wir den 11. Zar. Wo ist der Dude jetzt? Ja, wir schreiben den 11. Zar, 8 Uhr morgens. Du hast nachts den Hinweis bekommen, dass er sich aktuell bei den Efforts-Tränen aufgehalten hat, unterwegs nach Ilderash-Kibrom. Und ja, das sind so seine aktuellen Vektoren mit der schwarzen Zwillinge. Ja, Jodor Marix ist auch anwesend, Hyvilla Marix ist anwesend. Das Kind wohl nicht, das Elfjährige, aber Jodor, Hyvilla und Varmarix sind allesamt unterwegs. Serpentilius steht vor dem Kapitänstisch und hält seinen Stab da so drüber und projiziert halt eine grobe Ansicht der Seekarte dorthin und mit einem leuchtenden Punkt drauf, wo halt das Schiff ist. Eine Perlenmeerkarawelle mit einer grauschwarzen Sphinx auf den Segeln. Dreiseglich, also Takelage 3, und aktuell sind 50 Matrosen und 10 Richtschützen unterwegs. Mit Wie einer ihr sehen Geschwindigkeit von könnt, 12 Meilen pro Stunde. wie ihr sehen könnt, Sekunde, können wir das einmal auf einer Karte sehen? Wo seid ihr gerade? Ich bin einmal Steuerung E. Das reicht, wenn du die Steuerung Perikum-Karte schaust. F. So, wir Genau, der sind in etwa Perikum-Karte. hier. Ach, falsch, das ist in etwa hier. Und hier wollen sie Okay. hin. Richtig, und da wollen sie hin. Genau, das sind ihre aktuellen Vektoren. Und der Gotongi hat einmal kurz geguckt, wo sie sind, wo sie hinwollen und wie viele da sind. Und Und nochmal das die ist dann noch, Spielrunde um und er ist abgezischt. genau, das ist dann dieses Bild, was ihr dann auch bekommt. Könnt ihr dann auch, du hast eine Kristallkugel, ne? Da kannst du das dann Ja, auch. genau, ich kann da beliebige Bilder, also ich gebe Ihnen nicht exakt das Bild, sondern halt in diesem Fall jetzt die Darstellung auf der Seekarte, damit Sie ein bisschen Idee haben. Und da sind irgendwie Linien drauf und hast du nicht gesehen, ne? Genau, die Vektoren mit Geschwindigkeiten Das kostet und. mich im Übrigen ein ASB, aber hey, das ist es wert. Ja. Nun, wie ihr sehen könnt, sind Sie in gerader Linie unterwegs von hier. Ich bin nicht sicher, Kapitän, ja, aber ihr könnt mir sagen, ob wir sie einholen können. Ich denke, ich würde Havulgard hinzuziehen, aber ja, die Aviander ist ein schnelles Schiff. Ich sehe da durchaus Möglichkeiten. Vielleicht können wir sie noch erreichen, bevor sie zu der großen Flotte stoßen. Denn im Grunde haben wir alles angestoßen. Ich glaube nicht, dass es noch viel zu tun gibt für uns. Wir sollten der Admiralin Bescheid geben und nun ja, dann muss sie sich der Öffentlichkeit präsentieren. Wir haben alles für sie getan, was wir konnten. Bevor ich überhaupt in die Kapitänskajüte gehe, am frühen Morgen, wahrscheinlich durchschlafen mit tiefen Ringen unter den Augen, würde ich auf jeden Fall nochmal bei Raffin nachgucken, beim Schiffsarzt, ob es ihm soweit gut geht. Ob er überwacht und sagt es und die Wunden verheilt sind einigermaßen.
gut ging's Rafim zuletzt in den 20ern? Also Rafim sieht körperlich sehr gut aus. Ich weiß nicht, bin ich schon wach? Du bist schon wach, ja, du bist wach. Die binden dich auch gerade mit den Lederfesseln und auch mit den Eisenketten binden sie dich gerade ab. Und du hast eine neue Wutlinie auf deiner Stirn. Also meine Intelligenz sagt mir, die werden mich irgendwie geheilt haben. Ich vermute magisch, richtig? Weil mir geht's ja perfekt. Also ich bin ja voller Lebenspunkte, keine Brustwunde mehr, kein gar nichts. Tja, also du hattest schon die eine oder andere Operation, auch auf dem Feld. Abim ist gut, aber dass du danach keine Schmerzen hast, nee, so gut ist er nicht. Wie geht es dir, mein Freund? Naja, das kommt sehr drauf an, ob ich einfach eine Wunde nicht mitbekommen habe oder nicht. Wir möchten dazu sagen, dass wir euch lediglich zugenäht haben. Wenn ihr euren Zorn entlassen wollt, dann nicht an uns. Außerdem brauchen wir unsere Hände noch. Ich konnte die nicht sterben lassen. Ja, hast du es überhaupt versucht? Nein. Ich verstehe, dass du wütend auf mich bist, aber... Ich werde jetzt ein paar Schritte gehen. Und dann steht er auf... Es wäre besser, wenn ihr mir nicht folgt. Ja, ich verstehe. Wir den Osmold noch? Ja, ich glaube, er ist unten irgendwo. Ihr wisst ja, wo die Zellen sind. Ich werde mich heute etwas verspäten. Ja, ich werde die anderen Bescheid sagen. Ja, ich trete aus der Kabine raus, laufe nach unten. Ich nehme an, da stehen immer noch Dukatengardisten an der Tür. Nimm öffnen. Ja, die machen die Türen auf. Wie geht's Korasmold inzwischen? Er hat immer noch gebrochene Knochen, aber er konnte sich mittlerweile wohl aufraffen und sitzt an der Wand. Angelehnt. Ich vermute, ihr kennt euer Schicksal. Ich kann es mir rausdenken. Darf ich fragen, warum ihr ihm so weit gefolgt seid? Er hat mich gerettet. Ich war ein Sklave. Nun... Ich habe vor vielen Jahren Arbeiten verrichtet, die... Olam Marex war gut zu mir. Ich würde euch jetzt gerne Vorwürfe machen, allerdings würde ich das Gleiche tun. Wusstet ihr, wie tief ihr gefallen war? Ja, das ist kein Paktierer. Das beantwortet die Frage nicht. Ihr habt sowieso schon alles aus mir herausbekommen und die anderen sind längst weg. Es spielt also keine Rolle, was ich euch sage. Ich wusste, dass er mit Palligan gemeinsame Sache macht. Ich habe für ihn die Schriftstücke angefertigt. Kommuniziert. Ich war seine Klinge in der Dunkelheit. Ich vermute, ihr kennt die Strafe für dieses Verhalten. Ich kann mir eine ganze Menge Strafen ausdenken. Ich bin ehrlich. Euer Verhalten ist nachvollziehbar. Das entschuldigt aber nicht euer Verhalten. Wie ihr bestimmt erahnen könnt. Ich habe das getan, was mein Meister mir sagte. Ja, das tue ich auch. Bringt ihn nach draußen, wir knüpfen ihn auf. Glaubt man nicht, dass wir dafür die Autorität haben?
Das ist Raphim sehr egal. Wollt's nur angemerkt haben. Die Dukatengardisten gehen auch rein und schleppen ihn dann raus. Ich würde selber einen Knoten machen und ihn dann hochziehen. Ja, direkt am Mast, oder wie? Ja, natürlich. Mhm, alles klar. Also Raphim, wenn ihn jetzt niemand aktiv auffällt, wird er das machen. Ja, die... ich kann auch gerne mal eben meine Rechtsverständnis... Warte mal, ist hier eine interessante Frage. Einen Moment. Ich habe hier sogar Rechtskunde. 6 Punkte, was ist meine Interpretation? Puh. Ist das, was ich tue, legal? Ja, du bist Offizier von einer Kapitänin und... aber ihr seid nicht auf See. Ihr seid nicht auf hoher See, aber ihr seid an Decke des Schiffes und du bist der Meinung, das ist okay. Also ja, du warst dabei. Recht. Ich wollte gerade sagen, ihr seid ja auch mit dem Markgrafen auf du und der hat gesagt, macht mit dem, was er wollt und das passt schon. Du legst die Schlinge um den Hals, hast es selber geknüpft, streifst es einmal glatt, ziehst noch einmal und dann greifst du zu dem anderen Seil, was dann schon über den Mast einmal rübergeworfen worden ist, ziehst an und du siehst, dass er sich nur wenig wehrt. Seine Arme sind gebrochen, sein Bein ist gebrochen. Aber du siehst so etwas wie ein, vielleicht sogar ein seliges Lächeln, dass es dann so schnell gegangen ist. Und ja, während er dann sich so ein bisschen windelt und zappelt, also nicht wirklich Gegenwehr, aber einfach wenn dann der Sauerstoff in seinem Körper fehlt, kannst du dann sehen, wie seine Augen, die Äderchen platzen, rot werden und dann wird er irgendwann sehr blau und seine Zunge hängt raus. Ja, du kannst dann das Ganze an so einen Haken anhängen, windest das 1, 2, 3, 4 Mal drumherum, sodass er auf der Höhe bleibt und eine interessierte Möwe setzt sich gerade auf der Reling nieder und kräht ihr zu. Ich würde Dragan anschauen, Dragan. Hol ihn in 5 Minuten runter. Mach sicher, dass er tot ist. Bring ihn zum Boron-Tempel und ich denke, wir werden heute noch ablegen, also Laufschritt. So verstanden. Wunderbar. Dann habe ich schon fast wieder ein leichtes Grinsen auf dem Gesicht, als ich die Kabine betrete. Ja, da kannst du gerade sehen, wie Serpentilio irgendeinen Zauber auf seine Kristallkugel gelegt hat und du siehst da irgendwelche Inseln und viel Wasser. Ja, ihr seid auch da. Das wird euch gefallen. Nach wem? Du bist wieder auf den Beinen. Naja, diese Welt ist voller überraschender Dinge. Meine Glückwünsche zu eurem Überleben. Ich weiß die Ehrlichkeit darin zu schätzen. Wir verfolgen gerade den Kurs, den Varmarex mit seinen Schiffen genommen hat. Vielleicht haben wir noch eine Chance, ihn einzuholen, bevor er sich der großen Flotte anschließt. Naja, dann sollten wir gleich ablegen. Es klopft an der Tür unterwegs, und ihr könnt sehen, wie die Kaplanin Havulgard eintritt. Ihr habt mich rufen lassen? Ja, Havulgard. Wir benötigen euer Urteil. Denkt ihr, wir können die Schiffe von Varmarex einholen? Sie müssten jetzt ungefähr auf der Höhe der Efferdstränen sein. Tja, schwierig. Das wohl. Wir sind ja nicht gerudert, da können wir eine ganze Menge rausholen, aber vor dem Wind sind wir mit 12 Meilen pro Stunde, Raumwind 15 Meilen pro Stunde. Sie betrachtet die Kristallkugel von Serpentilio. Das ist eine Perlenmeckererwelle. Wenn wir die verfolgen sollen, dann sind die genauso schnell. Also keine Chance? Wenn wir wissen, wohin sie wollen, und sie nicht wissen, wohin sie wollen, dann können wir eine Abkürzung fahren, aber ich glaube nicht. Wissen wir denn, wohin die wollen? Nun, wir wissen, in welche Richtung sie unterwegs sind und wir können davon ausgehen, dass sie sich der Flotte weiter südlich anschließen wollen. Also das wird sehr schwierig, das rauszuholen. Und nun ja, jede Minute, die wir hier im Hafen sind, ist eine verlorene Minute, sag ich mal so. Also das wird sehr, sehr schwierig, auch wenn wir jetzt losfahren. Gut, dann danke für eure Einschätzung. Ich hatte angenommen, dass wir noch vorher einen Janker halt machen. Oder ist das mittlerweile vom Tisch?
Nein, das ist durchaus nicht vom Tisch, aber ich hatte die Hoffnung, die Schiffe vorher abfangen zu können und dann nach Janka zurückzusegeln. Es gäbe natürlich Mittel und Wege, Kapitania, um Ihnen die Fahrt zu erschweren. Ich hoffe, aber ihr sprecht jetzt von Walen, die wir nach Ihnen schicken. Ich bin mir nicht sicher, ob ihr bereit seid, eine solche Maßnahme zu ergreifen. Ja, eure Maßnahmen sind mehr als fragwürdig, aber haben wir nicht Schiffe, die in Janka liegen? Wir haben Schiffe, die in Janka liegen. Wir müssten sie nur informieren. Dann informiert sie und befehligt sie, nach Norden zu segeln. Die müssten die doch abfangen können, oder nicht? Ja. Können wir eine Nachricht senden, Serpentilio? Selbstverständlich können wir das. Nichts leichter als das. Gut, dann sollte es nicht so schlimm sein, wenn wir ein wenig später dazu stoßen. Wir müssen noch einige Kleinigkeiten regeln, aber ich denke, wir werden trotzdem heute ablegen, Havulgard. Mach bitte alles bereit. So, verstanden, das wohl. So, Abfangkurs aus Janka, sehr gut. Dann werde ich mich mal diese Maraskane annehmen. Er denkt, er hat uns noch sachdienliche Dinge mitzuteilen? Nun ja, vielleicht weiß er das Versteck oder irgendwelche wichtigen Sachen. Über den Plan. Ich befürchte, Boltax, du wirst seinen Geist anrufen müssen. Wieso das? Ist er verstorben? Danach sieht es aus. Oh, dann waren seine gebrochenen Arme und Beine wohl wirklich... Oh, uiuiui. Der Schädel auf dem Tisch klappert ein bisschen. Dann ist halt der El-Hak hier etwas dazu zu sagen. Also, viel eher warum, etwas warum damit zu tun. Warum ist der Mann tot? Naja, für mich sah es so aus, als hätte er keine Luft mehr bekommen. Weil? Ich möchte jetzt demonstrativ die erste Tür öffnen von unserer Kabinentür, dann die zweite und dann sieht man vermutlich noch, wie Dragan den Mann gerade abschneidet und jetzt zum Deck fällt. Naja, ich vermute das Seil. Das würde es erklären, ja. Alle hinaus außer Rafim. Serpentino sieht einen Moment lang so aus, als wollte er was sagen, überlegt es sich dann aber besser. Das wohl. Ich würde Rafim auch beim Hinausgehen noch zunicken. Hattest du einen Befehl, diesen Mann zu hängen? Von euch? Nein. Warum hast du es dann getan? Weil ich entschied, dass es nötig war. Nötig? Richtig. Das wage ich doch stark zu bezweifeln. Paligan hätte ihn auch gehängt. Und Paligan hat hier die Gerichtsbarkeit. Das ist ein diplomatischer Fall, nicht ein Fall von Seegerichtsbarkeit. Naja, wenn ich mich nicht falsch erinnere, hat Paligan uns ihn überlassen. Korrigiert mich, falls ich hier Unrecht habe. Ich war etwas im Delirium. Die Frage ist immer noch, wieso hast du nicht Rücksprache mit mir gehalten? Weil die andere Option gewesen wäre, Havel mir zu hängen. Ah. Oder Boltax, ich bin mir nicht sicher, wer von den beiden Bastarden es war. Ich auch verstehe. Da war ich leider im Delirium. Ich verstehe, daher weht der Wind. Gut. Aber auch sein Tod hätte ich trotzdem bestanden, unabhängig davon. Nun, wie gesagt, ich habe kein Problem damit, dass er tot ist, auch nicht damit, dass er gehängt ist. Ich habe ein Problem mit dem Zeitpunkt und damit, dass es durch dich geschehen ist. Oder durch uns. Um euch keine Illusionen zu nehmen, aber das ist nicht das erste Mal, dass ich als Henker aufgetreten bin und so Corville auch nicht das letzte Mal. Auch darum geht es nicht. Aber ich danke dir für deine Erklärung. Ich verstehe deine Gefühle und ja, ich ziehe es vor, dass du diesen Mann gehängt hast, statt deinen Zorn an Abel, mir oder Boltax auszulassen. Trotzdem.
als ich diesen Posten angenommen habe, hast du geschworen, auf meine Befehle zu hören. Ich erwarte, dass solche Dinge in Zukunft mit mir abgesprochen werden. Denn sonst muss ich an deiner Selbstbeherrschung zweifeln. Das kann ich nachvollziehen. Allerdings muss ich als erster Offizier auch selbstständig handeln dürfen und können, weil sonst wäre meine Position ohne Zweck. Es hätte dich nichts gekostet, mich zu informieren. In diesem Fall hätte es Abel mir einen Arm gekostet, wenn ich euch da widersprechen darf. Oder Boltax, ich weiß noch nicht, wer von beiden es war. Aber so wie Abel mir mich heute Morgen angeschaut hat, vermute ich Abel mir. Nun, ich bin froh, dass du noch am Leben bist. Und ich hoffe, dass das nicht zu einem politischen Eklat führen wird. Aber, ja, vermutlich hat Paligan schon damit gerechnet. Naja, ich habe eure Befehle insoweit befolgt, dass ihr sagtet, ihr wollt nicht, dass der Mann gefoltert wurde. Er hat ein schnelles Ende gefunden. Mehr als er verdient hat, wie ich meinen möchte. Schön, dass du daran noch gedacht hast. Ja, wisst ihr übrigens, wer von beiden es war und ist es auf euren Befehl geschehen? Ich weiß nicht, welcher von beiden es war, aber es findet meine Zustimmung. Denn sonst wärst du nicht mehr hier, um wütend zu werden. Das beantwortet die Frage nicht. Ist es auf euren Befehl geschehen? Ich versichere dir, dass Abel mir nicht auf meinen Befehl gehandelt hat, aber in meinem Sinne. Ich muss mal eben Klugheit würfeln auf Rafim checken, dass ich ihn verarscht hatte. Naja. Wird er wohl selber gehandelt haben. Ich bin davon ausgegangen, dass er es tun würde. Ich tatsächlich nicht, sonst hätte ich ihn nicht gefragt. Nun, das müsst ihr beide unter euch ausmachen. Wie gesagt, ich bin sehr froh, dass du noch am Leben bist. Und ich verstehe jetzt auch, warum du so gehandelt hast, wie du gehandelt hast. Ich bin ehrlich. Es ist mir ein, wie man so schön sagt, Tropfen auf den heißen Stein. Er sollte es besser wissen, Sulamin. Er sollte es wirklich besser wissen. Nun, auch er hängt an dir. Auf seine Art. Und ich glaube, er wusste es besser. Er wusste, was für ein Risiko er eingeht. Immerhin hast du ihn einmal fast umgebracht, weil er dich zurückgeholt hat. Ich denke, er war bereit, dieses Risiko einzugehen, weil du ihm so wichtig bist. Ja. Aber was stehe ich hier und entschuldige Abel mir? Es soll dir das selber sagen, ja? Ich befürchte, unsere Konversation würde zum jetzigen Zeitpunkt zu einer Konfrontation führen, die zu meinem Nachteil enden würde. Gut, dann lass uns auf das Ziel konzentrieren. Ich bin sicher, du bist motiviert, mit uns anderen zusammen Varmarix umzubringen, oder? Ja, natürlich. Aber ich glaube nicht, dass wir schnell genug sein werden. Vorausgesetzt, die aus Janka fahren schnell genug los. Das kann ich nicht so genau einschätzen. Ja, mal sehen. Hauptsache, ihnen wird der Weg abgeschnitten. Denn wenn sie sich zur Flotte, der Flotte anschließen, dann werden sie sehr viel schwieriger anzugehen sein, wenn sie im Schatten von Dämonenaachen segeln. Soll ich die anderen wieder hereinholen? Das klingt nach einem Thema für sie alle. Ja, das klingt gut. Sieh, ob Serpentilio noch da ist oder ob er sich schon um die Nachricht kümmert. Würde durch die beiden Türen treten. So, ich habe meinen Anpfiff abgeholt. Ihr könnt wieder reinkommen.